Bei Programmiersprachen gibt es zwei grundsätzliche Arten. Das eine ist Programmieren rein basierend auf Funktionen und das andere ist objektorientierte Programmierung. Beides ist vollständig egal für uns. Python gehört zu den objektorientierten Programmiersprachen. Wir lernen es im Laufe der Zeit so ein bisschen kennen. Wie gesagt, ist für uns völlig wurscht. Nur für die Schreibweise mancher Python-Sachen, weil es eben auf der objektorientierten Programmierung beruht, ist es ganz gut, das so ein bisschen zu wissen, oder wird es vielleicht ein bisschen klarer, warum das so geschrieben wird. So, alles völlig egal, wird jetzt auch gleich klar werden. Wir nehmen jetzt erstmal eine Liste, nehmen wir mal eine Siliziumliste und dann machen wir mal ein paar Konzentrationen rein, vielleicht irgendwie sowas von einem Rhyolith oder sowas, wenn vielleicht so 35 Gewichtsprozent als Silizium, nicht SiO2, dann vielleicht irgendein Olivin, der hat vielleicht sowas wie 22 Gewichtsprozent oder ein Pyroxen mit 19 Gewichtsprozent und vielleicht noch ein Quarz mit, weiß ich gar nicht, wie viel Silizium das dann ist, mit irgendwas, was vielleicht noch sowas wie 45 Gewichtsprozent hat. So, und dann machen wir einen Kommentar. Das ist eine Silicon in Rocks and Minerals. Und dann führen wir das Ganze aus. Und dann mache ich hier eine neue Zelle. Die Liste muss nicht jedes Mal mit ausgeführt werden. Und als erstes machen wir jetzt mal Funktionen. Und Funktionen werden geschrieben als Funktionsnamen, zum Beispiel len für length. Und dann kommt hier eine geschwungene Klammer und hier rein dann der Name dieser Liste. Und was man bekommt, ist die Länge dieser Liste. Die besteht aus vier Elementen. Eins, zwei, drei, vier Elemente. Und das ist eine Funktion und das ist das Ergebnis dieser Funktion. Ein anderes Ergebnis wäre beispielsweise, ich lasse einfach mal da stehen, damit diese Funktionen da stehen bleiben, die Summe. Führe ich das aus, jetzt kriege ich die Summe aller Zahlen hier drin. Ist so ein bisschen sinnlos, warum brauche ich mir die Summe von diesen Siliziumkonzentrationen? Aber wenn ich jetzt durch die Länge teile beispielsweise, dann bekomme ich den Mittelwert dieser Liste. Also auf diese Art und Weise kann man beispielsweise sehr schnell einen Mittelwert bilden. Und jetzt hat man hier vielleicht sehr viele Nachkommastellen, was stört. Deshalb kann man vor das Ganze noch ein Round schreiben, markieren, Klammer drumherum. Und dann kommt in diesen Round-Befehl noch rein die Anzahl der Nachkommastellen und dann sieht das Ganze schon besser aus. Und wenn es vielleicht ein bisschen unübersichtlich ist, hole ich das hier einfach raus, schreibe hier hin Res für Result, schreibe hier hin Res ist gleich und dann diesen Quotienten hier und dann kommt natürlich wieder das Gleiche raus, wenn ich das hier ausführe. Was man dann, es gibt jetzt jede Menge dieser Befehle, man lernt die mit der Zeit so ein bisschen, die man häufig braucht und man kann die sehr leicht nachgucken, wenn man die bei Google eingibt. Ein anderer ist zum Beispiel auch noch Sorted und dann gebe ich wieder ein Silizium und jetzt kommt diese Siliziumliste hier sortiert raus. Oder es gibt noch eine andere Funktion, die heißt einfach nur List und dann kann ich hier zum Beispiel reinschreiben Range. Das ist eine weitere Funktion und in Range schreibe ich rein 5 und jetzt macht mir Range eine Liste oder Range gibt jetzt Zahlen aus, die 5 ersten Integer-Zahlen. Durch den List-Befehl ist das Ganze als Liste ausgegeben. Also gebe ich das aus, jetzt kommen die ersten 5 Zahlen. Jetzt fängt man in der Mathematik an zu zählen mit 0, also deshalb 0, 1, 2, 3, 4 sind 5 Zahlen. 0 ist eine davon, deshalb steht diese 5 hier nicht dabei. Also das ist alles, was mit diesen Funktionen hier möglich ist. Also deshalb schreiben wir vielleicht hier einmal drüber Functions, einen Markdown und führen das Ganze aus, kopieren es dann und machen als zweites hier die Methods. Und bei den Methods schreibt man das jetzt ein klein bisschen anders. Also beispielsweise nehme ich jetzt Silizium und jetzt möchte ich beispielsweise dieser Liste hier noch ein weiteres Element hinzufügen, als einen weiteren Wert. Und das mache ich dann wie folgt. Ich schreibe hier Silizium Punkt, deshalb steht hier oben Point Notation, ja, weil es so ist, Punkt. Und dann kommt hier die, und jetzt nennen wir das Methode, und das wäre Append, also hinzufügen, in Klammern, und jetzt kommt der Wert, den ich hinzufüge. Und jetzt nehme ich hier mal 22,13, also ein Wert, der hier oben schon mal drin steht, ist jetzt egal, und führe das aus. Jetzt sehe ich das zunächst mal nicht. Jetzt muss ich hier nochmal Silizium hinschreiben. Ich führe das nochmal aus.
Was dann passiert, steht es hier zweimal, weil ich Silizium Append gerade zweimal ausgeführt habe. Das heißt, wenn ich es nochmal ausführe, steht es jetzt hinten dreimal. Also, das bedeutet, diese Methode hier, das nennt man jetzt eine Methode, und diese Methode ist in einem Objekt drin und wie gesagt, das spielt alles keine Rolle. Und diese Methode wird angewendet auf diese Variable, das ist eine Variable, Silizium oder SI, auf die SI-Variable. Und in dem Fall ist diese SI-Variable eine Liste und deshalb kann ich das hier drauf anwenden. Und dann wird diese Liste hier entsprechend auch direkt verändert. Also direkt verändert. Jetzt gibt es hier noch weitere Methoden. Jetzt kann ich zum Beispiel hingehen, schreibe ich hin mal Silizium und damit jetzt hier nicht ständig neue, hier nicht ständig nochmals dieser Wert hinzugefügt wird, mache ich das in eine neue Zelle, dann wird nämlich das nicht ständig mit ausgeführt. Mache hier Count und schreibe hier auch rein 20,13. Und jetzt wird gezählt, wie oft dieses Element vorkommt. Es kommt vor 1, 2, 3, 4. Also diese Methode wird hierauf angewendet. Oder ich könnte hingehen, könnte hinschreiben Silizium SI Clear. Da brauche ich dann gar nichts in diese geschweifte Klammer. Und dann ist diese Liste leer. Also damit habe ich sie leer gemacht. Das muss ich nochmal ausführen, damit sie nicht wieder leer ist. Wenn ich jetzt hier das einmal ausführen und das Clear mal wegmachen. Beziehungsweise ich kann das einfach so machen. Ich kommentiere das aus. Dann wird das nicht ausgeführt. Und dann habe ich wieder diese Liste hier, wie sie hier oben ist, weil ich ja noch keine Append habe. Sobald ich einmal Append mache, dann habe ich hier zusätzlich noch diese 22,13. So, was jetzt zum Beispiel auch gibt, ist hier eine Methode und in dieser Methode, die Methode heißt Sort. Hier oben hatten wir schon mal Sorted, jetzt schreibe ich Sort. Einfach nur eine normale Klammer, weil hier ist ja schon klar, dass der Sort auf Silizium angewendet werden soll. Führe ich das aus und lasse mir Silizium anzeigen. Und jetzt ist sie hier sortiert. Das Ganze hatte ich ja hier oben auch diese Sortierung. Ich kopiere das mal nach hier unten, dass man das sieht. So, das Ganze hier sortiert. Im ersten Moment denkt man sich, okay, offensichtlich kann man es über Methoden machen, das Sortieren, oder über eine Funktion. Das stimmt auch beides und es ist auch tatsächlich so, dass beim Programmieren gibt es nicht den einen richtigen Weg, sondern es gibt alle Wege führen nach Rom, wirklich sehr viele Wege, wie man programmieren kann. Und es geht nicht darum, den einen Weg zu nehmen, sondern es geht darum, eine Lösung zu bekommen. Vor allem für uns ist die Lösung, steht immer im Vordergrund, nicht der Weg. Jetzt gibt es aber auch tatsächlich einen Unterschied. Denn wenn ich jetzt hier die Silizium-Liste ausgeben lasse, ich muss die hier oben nochmal kurz ausführen, ich habe die hier gerade nochmal ausgeführt, schauen wir die an. Dann wird die hier zwar sortiert, wenn ich jetzt aber Silizium ausgebe, dann sieht die wieder aus hier oben, also unsortiert. Das heißt, die wird zwar sortiert, aber die Sortierung wird nicht der Variablen Silizium wieder zugewiesen. Dafür müsste ich hier schreiben, SI ist gleich sorted. Und dann, jetzt hat diese Variable tatsächlich die sortierte Siliziumliste und die steht dann auch hier unten. So, anders ist es. Ich führe das hier oben aus, wenn ich das hier unten mache. Das kann ich da stehen lassen. Wenn ich das hier ausführe, dann ist die Liste tatsächlich sortiert. Also sieht nicht aus wie hier oben, sondern sie ist sortiert. Das heißt, die Methode wird angewendet auf Silizium und verändert Silizium auch. Also diese SI-Variable, also die Methode wird auf die SI-Variable angewendet und verändert die SI-Variable auch. Da gibt es also tatsächlich nochmal einen Unterschied zwischen der Methode und hier dieser Funktion. Also darauf diese Kleinigkeiten muss man aufpassen. Wichtig ist erstmal, dass einem so ein bisschen klar wird, es gibt diese Punktnotation hier und das hier nennt sich Methode und das hier nennt sich Funktion und der ganze Rest, der wird dann schon mit der Zeit auch klar. Also so viel hier zu Punktnotation, Methoden und Funktionen.